neue Pack ist gut geworden, okay. Wie gesagt, ich bin das erste Mal dabei, es mir anzusehen. Ich bin vorher nicht dazu gekommen. Aber du hast es also schon etwas gespielt, ne? Sauknochen, entschuldige, dass ich dich überlesen habe. Die Bar sieht aber eher aus wie ein Bauchladen. Ja, die mit den Aufklebern darauf drauf, meinst du sicherlich. Ja, die war nix, also gar nix. Ah, danke für den Follow. Da steht, dass du folgst. Im Spiel. Auch da nochmal herzlichen Dank. So, die Bar haben wir. Was fehlt? Was fehlt uns in diesem Raum? Uns fehlt garantiert ganz viel. Aber es ist ja unser erster Auftrag. Die haben auch nicht so viel Kohle. Leider. Muss man mal so sehen. Ein paar Schuhe vorne wären schön. So, Bilder, Bücher, Regal. Ich merke schon, es fehlt alles. Ja, definitiv, da fehlt noch einiges. Ja. Was haben wir denn da? Geschlossenen Lagerraum. Schreibtisch. Oh ja, jetzt wo du es erwähnst. Schreibtisch und Computer, ne? Schreibtisch und Computer, aber 4500. Wir müssen gucken, dass das Geld reicht. Du sagst Bücher, Regal und so weiter. Ich gucke gerade. Gab es nicht, ach man, ey, Deko, hier die Mäntel und Co. zum Anhängen, wo sind sie, wenn man mal was sucht, ich hoffe ich bin in der richtigen Kategorie, ist es nicht Wanddeko, ja doch, hier haben wir schon mal Pflanzen, auch nicht schlecht, was ist denn das? Streng geheime Bildschirmanzeige. Kommt immer hier rein. Hat sich aus Versehen verirrt. Weil irgendwie bin ich hier jetzt gerade... Ich glaube, ich bin schon falsch, oder? Ja, die Kleiderhaken. Genau. Kleiderhaken oder den Kleiderständer. Kleiderschrank ist es nicht. Hier, Kleiderhaken. Wanddeko. Ah, nee, den meinte ich nicht. Gab doch vorgefertigte Kleidung. Die habe ich doch hier sogar vorhin entfernt. Hier, sowas. Da. Das meinte ich. Jacken. Sie brauchen ja hier vorne sowas wie eine kleine Garderobe. So. Okay, das ist das schon mal. Eine kleine Garderobe. Absichtlich, weil ich weiß, es gibt für Schuhe auch so ein Ding zum Hinstellen, also so ein Schuhständer. Müssen wir vielleicht gucken, aber das ist jetzt momentan noch nicht so wichtig. Wichtiger wäre, du sagtest gerade so schön, ein Schreibtisch. Müssen wir bloß gucken, wo wir den hinpacken. Also hier hinten ist Platz. Komm vor. In der blauen Ecke. In der blauen Ecke. Blau. Blau. Es muss ja schön blau sein. Oberfläche. Jetzt hat er... Ja, ich muss gleich nochmal in die Oberfläche, weil ich da nämlich die Basic-Geschichte nicht drin habe. So, den Schreibtisch. Wir können. Wir könnten im Prinzip. Warum ist das irgendwie die falsche Farbe? Na gut. Wir könnten im Prinzip entweder den Schreibtisch nehmen, wie er ist, aber dann passt er hier optisch irgendwie nicht so ganz rein, weil hier haben wir eine andere Färbung. Oder wir stellen ihn doch wieder auf eine andere Farbe um. Nehmen wir mal blau raus. Das sind die Basic-Schreibtische.
Sag mal, also bei dem hier, da ist doch die Farbe aber ein bisschen kaputt, oder? Wo ist denn jetzt hier bitte das Gelb? Das ist nur so eine rhetorische Frage gerade. Keine Ahnung. Ah, der gefällt mir nicht hundertprozentig. Was macht der? Also es ist gar nicht so einfach, passende Möbel zu finden, wenn man Kriterium hat, was? Aha, Bedingungen kann ich nicht hinstellen. Falsche Vorgaben. War natürlich auch der teuerste, deswegen ganz schlechte Idee. Haben wir mal einen vernünftigen Schreibtisch? Also ganz ehrlich, das ist ja, das geht ja mal hier gar nicht. So. Geht doch. Geht doch. Gefällt mir besser. Die eine Trennwand verschwindet zwar ein bisschen in der Wand, aber gefällt mir so besser. So, Computer. Elektronik. Sie kriegen einen ganz billigen Computer, einen Slow-Motion-Computer. In dem Fall der Fälle. So, Komfort. Komfort. Und einen... Es geht leider nicht anders. Wir müssen relativ viel Geld sparen gerade, weil wir haben nur noch 3000... Dollar, deswegen ein bisschen billiger. Das passt, das passt, das passt. Weil mir fehlt ein bisschen noch die Beleuchtung an der Seite. So ein bisschen schicke Lampen. Die nicht zu teuer sind, aber ein bisschen nach irgendwas aussehen. Ne? Also, ich finde hier, sieht sonst so trist aus. Es fehlt auch noch Deko auf der auf der Bar. Ah, vielleicht auch nur einer. Jo, einer sieht besser aus. So. Wobei hier vorne ist doppelt gemoppelt. Da lassen wir weg. Dann fehlt da vorne definitiv noch ein bisschen Teppich. Die kriegen noch einen schönen Teppich, wenn sie reinkommen. Da können wir aber doch wieder nach dem Basic sammeln. Jupp, Basic. Deko. Ihr könnt euch überlegen, wenn ihr noch was reinhaben wollt, bitte Bescheid geben. Ich gucke dann nach, ob wir das noch machen können. Jupp, das ist das. Hier fehlt sowas wie eine nette Pflanze. Lotti, Mensch, Hallöchen. Willkommen im Stream. Ich hoffe, alles ist gut. Ich habe zwischendrin bei dir immer mal wieder reingeguckt, was du so gemacht hast. Du hast ja letztens gebaut in Animal Crossing. Ja, auch da, aber in Planet Zoo. Der letzte Stream war ja wohl Planet Zoo. War allerdings immer nur ganz kurz da. Das hat sich nicht gelohnt, in den Chat zu schreiben. Deswegen, es waren immer nur so 2 Minuten oder 3 und dann war ich wieder weg, weil keine Zeit. Aber schön, schön, dass es dir Spaß macht. Okay. So, Deko. Es fehlt mir hier auf der Bar definitiv ein wenig Deko. Das ist Basic, okay. Irgend so eine Vase. Dann kriegen die eine Vase. Warum auch nicht? Das freut mich zu hören. Das ist schön.
Keine Ahnung. Kristallhelm? Ja, warum denn auch nicht? Der Kristallschädel ist angekommen von Indiana Jones oder sowas. Können wir mal nehmen. Das sind alles die Batu-Teile. Oh, Regenschirm übrigens. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin heute Nachmittag nicht zum Streamen gekommen. Gebe ich zu, weil ich ein bisschen technisch hier noch aufräumen musste. Aber mittlerweile alles gut soweit. Und deswegen, ja, jetzt bin ich sozusagen da. Aber ich kann mich nicht beklagen. Alles gut. Danke der Nachfrage. So, Kohlebrocken. Nein, wir machen hier so ein Dings. Weiß zwar nicht warum, weil es ein Privathaus, aber hey, sieht sicherlich nett aus. Na dann, kämpf weiter. Ja, Overlay ist immer so ein bisschen schwierig. Es muss ja auch zum Stil passen, einem gefallen und deswegen. Lass dir damit Zeit, sag ich mal. Okay, das ist das, das ist jenes. Zack. Jupp, das passt hier. Ist das? Theaterschild, wow. Okay, das ist ein bisschen groß, ne? Das lassen wir raus. Ja, aber das ist ja auch das Schöne, wenn man sich damit nicht so richtig auskennt, ist doch ganz schön, wenn man sich damit beschäftigen muss und dann probiert man mal was aus und guckt, ob das funktioniert. Und wenn es eben nicht funktioniert, probiert mal was anderes aus und so weiter und so fort. Also ich finde, das macht eigentlich auch Spaß, wenn man einfach mal so ein bisschen experimentiert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist immer, das gehört irgendwo mit dazu, wenn man das macht, ne? Und deswegen, lies dich durch. Informier dich, such ein bisschen im Netz. Google hilft bei fast allem. Und irgendwo wirst du schon eine Lösung finden, sagen wir es mal so. Oh. Nee, das machen wir anders. Es gab doch hier die Wandpflanzen, habe ich doch vorhin gesagt. Das ist nicht das, was ich wollte, aber es gibt, also unter der Deko-Konfiguration gibt es leider nicht, was ich suche. Also deswegen machen wir mal hier so einen Kasten mit Wand. So. Hier fehlt mir noch was. Ist ein bisschen groß. Ein Bild vielleicht. Oder irgendwas Nettes. Oh, ja. Warum nicht? So. Ich habe vorhin gesagt, den Fernseher wollen wir austauschen, oder? Ich kann mich daran erinnern, dass ich sagte, Basic-Fernseher ist zwar ganz nett, aber... Lasst uns einen etwas anderen nehmen. Er ist nicht wirklich größer, aber wir kommen langsam an die Grenzen des Budgets. Und die Grenzen des Budgets sind gleich erreicht. Hier kommt noch ein Bild, wenn ich das hinkriege. Wartet mal. So, so. Wenn es geht, kommen noch zwei Bilder. Und ein Bild auch noch. Ah, das Problem ist, sie wären teuer. So. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Was haben wir noch?
Bügelbrett. Interessant. Was es nicht alles gibt. Okay. Ja, das ist ja alles ein bisschen teuer hier unten, deswegen können wir das nicht machen. Gerahmter Entwurf. Okay, den können wir leider nicht ranpacken. Oh ja. Gibt es den vielleicht in der Farbe? Ja. Auch das gefällt mir. Okay. So, was mir persönlich fehlt, ist noch ein Unterlegboden für die Pflanze. Und dann haben wir's. So, was sagt ihr zur ersten Inneneinrichtung, die hier erstellt worden ist? Okay, Lotti, viel Spaß im Log und danke, dass du hier bist. Sollte man sich nicht mehr sprechen. Schönen Abend noch, ne? Aber trotzdem, viel Spaß im Look. Ja, was haltet ihr davon? Also, jetzt mal für die erste Variante. Ich glaube, das geht. Oder muss noch was geändert werden? Herzlichen Dank. Sieht klasse aus. Na, dann machen wir jetzt die Nachher-Fotos, ne? Sauknochen würde sagen, es fehlt Pink. Hier. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch einen pinken Raum. Aber ja, du hast recht. Ein bisschen Farbe fehlt. Sie wollen blau, sie kriegen blau. Ey, wer bin ich, der irgendwo sagt... Ja, so, nachher Foto. Komm. Wir sind gespannt. Ich bin vor allem auch gespannt, ob das, was ich gelesen habe, stimmt. Angeblich soll die Präsentation ein wenig buggy sein. Okay. So, ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen fotografieren. Genau, das hast du auch gehört. Und recht wohnlich. Schön beschrieben. Das ist recht wohnlich. Annehmbar. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich hier gut wohne. So in der Richtung. Okay. So, wir haben alle Fotos. Haben wir. Gut, wie geht denn das jetzt? Also wie gesagt, ich habe gelesen, es soll ein bisschen buggy sein. Ich hoffe, dass es das nicht sein wird, aber wir werden es sehen. So, Kunde, den neu dekorierten Innenraum zeigen. Die haben doch irgendwas von einem Speicherstick erwähnt. Wo ist denn der? Euer Fotos. Speicherkarte. Auf dem USB-Stick sind die Vorher- und Nachher-Fotos von Hawaii für die Innendekorateur-Karriere gespeichert. Verwende ihn, um für einen Auftrag aufgenommen Fotos zu verwalten. Verwalten? Passt. Man kann Fotos löschen. Passt. Er war stets bemüht. Ja. Großteilig gut gemeint, aber inhaltlich komplett schlecht. Ja, ich weiß. Wie immer, ne? So läuft es ja. So, wie kriege ich denn jetzt die Kunden zurück? Ah, Kunden zum Grundstück rufen. Es wird spannend. Fotos für die Präsentation wählen. Für jedes Vorher... Oh, Moment. Ja, wir machen es gerade falsch. Für jedes Foto... Vorher?
Vorher, 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 nachher. Dieses hier wäre dann das. Und das wäre jenes. Okay, wir müssen sozusagen die Bilder vorher, nachher machen. Also eigentlich muss man die Bilder wiederholen. Na, weit zieht sich um. Jetzt wird es spannend. Richtig spannend. Oh. So, möchtest du den Kunden die Renovierung persönlich zeigen? Ja. Alle sind gespannt. Objekte werden gezeigt. Na? Wer geht zuerst rein? Okay. Moment mal. Muss ich jetzt hier ansehen? Nö. Ich klicke mal auf Weiter. Mal gucken, was passiert. Kann nichts anwählen. Ach nee, ich muss hier auf Präsentieren klicken. Okay, es geht los. So geht das. Okay, kommt rein, kommt rein. Ah, spannend. Ja,